Hallo Internet und willkommen zu einer neuen kleinen Serie, die ich hiermit beginne. Und zwar trägt ihr den Namen Till I'm Bored, wie ihr sicher schon an dem Videotitel erkannt habt. Und zwar geht es darum, dass ich mir kleinere, unbekanntere Titel schnappe oder auch ältere, die beliebt und berühmt sind und spiele so lang, bis sie mich langweilen. Und lasst euch dabei zusehen. Den ersten Titel, den ich mir hierfür geschnappt habe, ist ein kleines Indie atmosphärisches Adventure mit dem Titel Rats in the Walls, welches komplett auf Englisch ist, aber ich werde es versuchen, so gut wie möglich für euch zu übersetzen. Und wir steigen auch direkt ein, ohne größere Umschweife, würde ich mal behaupten. Und zwar spielt es am 3. Oktober 1916. Ich bin so gut im Übersetzen, das ist unglaublich. Ich habe die Geschichte des Hauses de la Poor für 5 Jahre untersucht, bevor ich mich entschied, das Haus persönlich zu besuchen. Es war ein regnerischer, launischer Tag, als ich endlich in der Villa meiner entfernten Verwandten angekommen bin. Zuerst dachte ich, das Haus sei verlassen, aber als ich an die Tür klopfte, öffnete mir ein alter Mann. Er sagte, er sei Edna de la Poor, der letzte des Hauses de la Poor, da er keine Nachkommen hatte. Er wollte keine anderen Fragen beantworten, erlaubte mir aber, für eine Nacht in dem Haus zu bleiben. Ich konnte nicht ahnen, welche furchteinflößenden Ereignisse folgen würden. Gott, das ist aber auch so, bisschen nicht hochnäsig geschrieben, aber so poetisch. Das macht es natürlich nicht einfacher. So, und dann sind wir hier, würde ich sagen, in unserem Zimmer, wo uns der gute Mann reingelassen hat. Und hier ist meine Reisetasche quasi. Hier ist ein kleiner Teil meines Hab und Guts. Forschungsreports, Arzt, Medical Supplies, keine Ahnung, so Pflaster und Mullbinden und sowas. Toiletries, also Toilettenartikel und ein paar alte Bücher. Aha, die Wand, mit der können wir auch hintergehen. Die Wände wirken lebendig durch die widerlichen Geräusche, die daraus hervorkommen. Das niederträchtige Zischen raubgieriger Ratten. Diese Kreaturen sind Teil einer gewaltigen Wanderung aus unvorstellbaren Höhen hinab. In vorstellbare oder unvorstellbare Tiefen. Verlass doch unsere Bude mal, weil ich glaube, viel mehr gibt es hier drin gar nicht. Aha. Zudem versuche ich diese ganzen Folgen auch sehr entspannt zu halten. Ist nicht Hauptsache, hey, ich will schnell durch das Spiel. Das will ich mir auch alles mal angucken. Na, gucken wir uns die Vase erstmal an. Eine Keramikvase. Sie ist total verstaubt. Interessant. Dann geh einfach mal in die erste Tür rein. Der Raum sieht irgendwie genau aus wie der Raum, in dem ich wohne, nur nicht ganz so staubig und dreckig. Eine Kiste. Eine Holzkiste. Sie ist leer. Bettkleidung. Ein Haufen schmutziger, staubiger Bettkleidung. Sie liegt ja schon seit Monaten. Woher willst du das wissen, dass sie schon seit Monaten da liegt? Geht sie noch weiter? Nee. Er humpelt aber auch so ein bisschen. Humpel. Und für die Ratten immer noch. Na gut, das Spiel heißt Rats in the Walls, von daher wundert es mich jetzt nicht, dass wir hier überall eigentlich Ratten hören. So, können wir nicht irgendwie mit dem Schrank da interagieren, mit dem Tischchen? Nee, nur mit der Vase. Diese Tür ist verschlossen. Was haben wir denn hier drin? Ah, wie die Tür, da hinten im Hintergrund ein Bild, das sieht aber auch... Ich habe das jetzt relativ klein bei mir, das Fenster, aber das Bild sieht nicht so koscher aus. Ah. Ein Duplikat von Francesco Gorias Witch's Sabbath, also das Sabbat der Hexen. Ziemlich furchteinflößendes Bild. Ja, so macht es selbst im verpixelten Eindruck schon so ein bisschen verpixelten Zustand ein bisschen den Eindruck. So, wir können ja runtergehen. Eine Leiter, das sieht nicht nach einer Leiter aus, das sieht mehr nach einer Treppe aus.
Ah, jetzt kann ich natürlich wieder rauf und runter gehen, also quasi in so einer Zwischenebene. Hier ist nichts, aber hier ist eine Tür. Ha, es scheint so ein kleiner Abstellraum zu sein. Mit Gardening Hose and Shovels and... Schön, dass mir die englischen Worte zuerst anfallen für das Zeug. Gehen wir erstmal in die erste Tür. Es scheint, als würde diese Tür zum Hinterhof oder zum Garten quasi, ne, zum Hinterhof führen. Und da will er nicht raus. Okay, er bleibt also in dem Haus. Jetzt hier lang. Okay, das ist... Ah, es ist also zu dunkel in dem Raum. Er will ja nicht bleiben. Und er braucht ein Licht um diesem Raum. Ja, sich umgucken zu können. Aber er hat doch so eine kleine Laterne hochgehalten. Weiß nicht, ob wir schon eine Laterne haben und nur Öllöffel finden müssen. Oder das ist jetzt einfach nur so quasi ein logischer Fehler war. Was haben wir denn da für einen? Ist das eine Dame, die da abgebildet ist? Das ist so ein bisschen ein typisches, oh, mal mich wieder eine französische Mädchen. Ne, gut. Warum sollte ich das mit einem französischen Akzent sagen? Egal. Goya's The Nude Maya. Eine interessante Wahl. Also die nackte Maya, wer auch immer Maya ist. Ich gehe nicht davon aus, dass es Biene Maya ist. Maya, Maya, wo bist du? Oh Maya, warum bist du nackt und warum hat dich jemand? Ein Book, Bücherschränke? Das ist eigentlich nur ein einzelner Schrank. Achso, da ist ein leerer Platz für ein Buch. Also quasi so ein Platz für ein zusätzliches Buch quasi, wo sonst eins stehen sollte. So nach dem Motto. Falls das Sinn ergibt. Hm? Wir haben eine Flasche. Yay, yeah, wir haben unser erstes Item gefunden. Eine Flasche Kerosin. Also, so Kerosin ist... Nicht Benzin, aber das ist ähnlich, was ziemlich stark brennendes halt. Ist Kerosin eine Form von Benzin? Keine Ahnung, auf jeden Fall brennt es gut. Ein alter, staubiger Schapiegel. Niemand sorgt sich hier um die Sauberkeit, war schon richtig. Ich gehe davon aus, hier geht's raus, weil hier schon der Hutständer steht und die Fußschuhablage. Oh Gott. Ja, er will nicht rausgehen. Heute fallen mir echt alle Worte ein. Nur in komplett falscher Silbenreihenfolge. So, ungefähr. So, ich glaube nicht, dass wir viel mit dem Regal machen können, jetzt wo wir eine Flasche haben. Nee. Gehen wir doch mal noch eine Etage tiefer. Ja gut, jetzt sind wir momentan quasi im Erdgeschoss. Dann gehen wir mal in den Keller. Im Keller. Da wird es immer ganz creepy. Das ist eine Falltür. Also wir sind jetzt schon im Keller. Und im Keller gibt es auch eine Falltür. Aber wir haben ein Buch. Oh, ist der Fall mit Kremers. Der Hexenhammer. Sieht nützlich aus. Okay, das Buch sieht nützlich aus. Ich habe schon so eine Idee, wo das hinkommt. Und das machen wir jetzt auch mal, bevor wir da runtergehen. Oder gehen wir zuerst runter? Ne, wir gehen zuerst runter. Griff ist ziemlich schwer. Ich brauche jemanden, um es zu öffnen. Ich brauche etwas, um es zu öffnen. The Hatch ist das, glaube ich, der Griff, sowas in der Richtung. Gut, dann haben wir wohl gar keine Wahl, als das Buch jetzt hier einzusetzen. Macht er das automatisch? Das interessiert mich jetzt. Yep, ist automatisch da reingesetzt. Ein geheimer Gang. Und, oh oh, da unter dem Gemälde schon so eine kleine Blutspur. Ich hoffe, da hat nur irgendeine Ratte erschlagen und nicht irgendwas. Naja. Dieses Bild sieht äußerst seltsam aus. Es scheint, als könnte es bewegt werden. Das ist es. Also, so ist es sogar, nach dem Motto. Ein versteckter Schlüssel ist dort hinten dran. Mhm. Oh, und dann versteckter Schluck Kaffee war ebenfalls hinten dran. Bücher. Verschiedene esoterische Bücher. Die meisten sind mir fällt das Wort Dust nie ein. Staub eingestaubt. In Staub eingestaubt. Richtig. Gut, jetzt haben wir einen Schlüssel. Jetzt könnten wir quasi eine der beiden verschlossenen Türen. Nee, ich glaube, es war nur eine Tür verschlossen. Könnten wir öffnen. Zack.
Und wenn mich nicht alles täuscht, war das diese hier. Nope, es hat mich alles getäuscht. Nee, stimmt, es war nämlich rechts davon. Diese war verschlossen. Ja, yep, Schlüssel bin... Okay. Aha. Ich glaube, wir sind dabei, so eine Mordmysterie aufzudecken, eine Mordgeschichte aufzudecken. Das sah sich alles ziemlich blutig aus. Oh mein Gott, hier ist alles im Blut eingeschmiert. Was ist nur passiert? Was haben wir hier? Eine Lampe. Ach, damit können wir diesen zusätzlichen Raum aufdecken. Eine Kerosinlampe. Okay, dann kann ich quasi das Kerosin und die Lampe hat er schon automatisch kommen. Ich bin eigentlich so schreckhaft. Das hat mir jetzt gerade so einen kleinen Hopser versetzt. Warum genau ist die Vase herumgefallen? Ist da irgendwas passiert? Ist hier irgendwas drin? Nee. Das heißt, also wenn hier nicht ein Fenster offen ist, heißt das, dass irgendeiner hier vorbeigelaufen sein muss. Und dass sie rumgeschmissen haben muss. Aber auch hier ist nichts anders. Die Wand ist immer noch die Wand mit den komischen Rattengeräuschen. Dann gehen wir einfach mal in den Humpel. Ich glaube, seine G-Animation ist einfach nur ein bisschen clunky. Dann gehen wir doch mal in den Raum, wo wir vorher nichts sehen konnten. Boah, die Atmosphäre mit dem Hintergrund Wettergewetter ist ziemlich atmosphärisch. Was erwartet uns hinter der Tür? Ah, ich sehe jetzt schon wieder einen Bluttropfen. In dieser Kiste. Das ist... eine eiserne Crowbar. Wenn du mir noch diese... Moment mal, Kisten aufhebelt. So, ein Brecheisen, genau. Mit der Kiste, wo eindeutige Blutspur dran ist. Darauf reagiert er nicht. Würde ich ja fast behaupten, dass wir damit unten die Falltür öffnen können. Schauen wir mal die Ratten im Hintergrund. Ja, können wir. Okay. Atmosphäre ist schon gleich eine ganz andere hier unten. Schock. Hör auf damit. Das ist halt lustig. Heap of Hieb, was sind Hieben? Ein Haufen Knochen. Da war eine eiserne Rohr zwischen den Knochen. Es scheint eine Art, als hätte ein Teil eines Mechanismus zu sein. Dieses Eisenrohr. Dann gehen wir gerade mal die ganzen Türen durch, aber die erste ist verschlossen. Die zweite nicht. Das ist ein eindeutiges Zeichen. Das waren dann definitiv Menschenknochen, weil hier... Ja. Das seht ihr ja selbst. In der Gefängniszelle riecht es nach Tod und Verwesung. Die verrottende Leiche eines Mannes liegt hier. Und da war ein Schlüssel in seinen Händen. Aber das Ding ist doch offen. Warum ist er nicht abgehauen? Vielleicht hat er sich eingesperrt zum Schutz von was auch immer hier draußen rumdümpelt. Okay. Das hier ist das große Tor, was ist da hinten dran? Eine feste Holz. Was habe ich gerade gesagt? Tor. Da sind keine Mechanismen wie Handgriffe oder Schlüssellöcher. Es scheint, als müsste man diese Tür von einem anderen Ort aus öffnen. Tür. Und der Raum scheint abwechselnd mal nicht so blutrünstig zu sein. Ich gehe davon aus, dass ich hier das Rohr einsetzen muss und dann hier den Hebel umlege und damit das Tor aufgeht. Aber vorher will ich mal gucken, ob dieser Schlüssel hier in die erste Tür reingeht. Ja, geht's nämlich. Und hier haben wir
Noch ein Hebel. Aber wahrscheinlich müssen wir beide Mechanismen aktivieren. Und die Tür. Nee, die hat noch keinen Millimeter sich bewegt. Und jetzt haben wir ein Stück Rohr ein, was wir gefunden haben. Rohr. Yes, und Hebel. Ich gehe davon aus, dass die Tür jetzt aufgegangen ist. Also das Tor. Scheiß getrieben. Ein Steinaltar, dekoriert mit kunstvollen Gravierungen. Dort sind braune Spuren auf der Oberfläche, welche auf Feuer hinweisen. Wahrscheinlich durch die Verbrennung von Opfergaben. Es kommt zweifelsohne Luft aus der Spalte zwischen Boden und Altar. Es scheint, als könnte er bewegt werden. Es wird von Szene zu Szene irgendwie uncooler hier. Eine grauenhafte Ansammlung von Menschen oder menschenähnlichen Knochen. Die Schädel weisen auf Unterbelichtungen, primitive Rückbildung und affenähnliche Züge hin. Ich glaube, er beschreibt, dass der Schädel nicht unbedingt jetzt zwingend menschenähnlich aussieht. Oder menschenähnlich schon, aber nicht zwingend 100% menschlich. Hey, das war zusammengebrochen. Ich bin nicht zusammengeschockt wie ein kleines Schulmädchen. Yeah. Ach du Scheiße. Was geht denn hier unten ab? Eine Grotte. Meine Güte. Eine dimmernde Grotte von enormer Höhe. Eine unterirdische Welt von grenzenloser Mysterie und grausamer Andeutungen. Dort sind Gebäude und andere architektonische Überreste zwischen den riesigen Haufen an Knochen. Diese sind angenagt, größtenteils von Ratten, aber einige auch von etwas anderem. Diese menschenähnlichen Horde. Darunter sind auch viele kleine Knochen von Ratten, die Gefallenen der tödlichen Armee, die dieses altertümliche Epos beendet. Verzeiht, wenn ich das alles nicht so hundertprozentig wiedergeben kann, aber das ist alles auch sehr atmosphärisch geschrieben, uns eins zu eins zu übersetzen. Wäre ziemlich schwachsinnig. Ich versuche da so gut mitzuhalten, wie es nur geht. Aha, eine Zelle. Dort ist ein Skelett in der Zelle. Dieses ist nicht so primitiv wie die anderen. Warte. Da ist ein Ring mit meinem Wappen an seinem knochigen Mittelfinger. Stilistisch beschriebene Dinge spielen auftauchen, fällt mir immer wieder ein, dass mein Englisch dann zwar gut, aber noch nicht so, ja, hundertprozentig ist. Gott, diese pechschwarzen Gruben aus zerdeckten Knochen und geöffneten Schädeln. Diese Albtraumabgründe sind vollgepackt mit pithekantrophischen, keltischen, romanischen und englischen Knochen aus unheiligen Jahrhunderten. Ich glaube, ich werde einfach im Post-Editing vielleicht da einen Teil nochmal übersetzen und drüber sprechen, weil das doch langsam echt ein bisschen hart wird, das zu übersetzen, weil es von Mal zu Mal komplizierter wird, die Sätze. Das ist auch, ich glaube, es basiert auf einem Lovecraft-Roman, diese Geschichte, oder ich war noch nicht fertig. Eine Lovecraft-Kurzgeschichte. Ich habe das nicht gemacht. Es war das unheimliche Huschen dieser feindseligen Ratten, entschlossen davon, mich in die tiefsten Ebenen der Erde zu führen, wo Nyarlathotep, der irrsinnige, gesichtslose Gott, blind zum Gepfeife zweier idiotischer Flötenspieler jault. Meine Kerosinlampe erlosch, aber ich rannte weiter. Ich hörte Stimmen, Jaulen und Echos. Aber vor allem das stetig sanfte Steigen ihres heimtückischen, geradezu gottlosen Huschens. Sanftes Steigen,
als ob ein starrer, aufgedunsener Leichnam sanft auf einem öligen Fluss dahertreibt, unter endlosen Brücken aus Onyx in ein schwarzes, verdorbenes Meer. Sie fanden mich in der Dunkelheit nach 3 Stunden. Sie sperrten mich in diesen vergitterten Raum in Hanwell. Mit angsterfülltem Flüstern über meine Heredität und meine Erlebnisse. Sie versuchen auch, die Fakten bezüglich der Abtei zu vertuschen. Sie müssen es erfahren. Es waren die Ratten. Die zischenden, huschenden Ratten, deren Umherschwirren mich nie wieder schlafen lassen wird. Die Rattendämonen, die hinter der Verkleidung umherrennen. Die mich hinunterlocken zu größeren Übeln, als ich sie je gekannt habe. Die Ratten, die sie niemals hören werden. Die Ratten im Gemäuer. Und das war anscheinend das Ende von Rats in the Walls. Ein äußerst atmosphärisches, kurzes Adventure-Game, was mich anscheinend nicht so weit gebracht hat, mich während der Spielzeit zu langweilen, weswegen wir es komplett durchgespielt haben. Und ich bin echt froh, dieses Spiel aufgegriffen zu haben, auch wenn es meine Englischfähigkeiten dann doch etwas an die Grenzen getrieben hat. Dann hinterlasst in den Kommentaren doch mal, was ihr von dem Spiel gehalten habt. Und ob ihr solche kleinen Angezockts, quasi bis das Spiel mir auf die Nerven geht, interessant findet. Und schlagt mir vielleicht Spiele vor, welche ihr vielleicht gern sehen würdet, welche ich mir vornehmen soll. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschö mit Ö.